So, jetzt aber willkommen zurück auf dem Kanal von Cresenio. Es steht der nächste Bundesligaspieltag an und Dortmund zu Gast in Bremen an der Weser. Und ja, man muss einfach sagen, der Commander und ich, wir kriegen es timingmäßig nicht hin. Der Robert, der ihn wieder würdig vertreten wird, hat es gerade schon gesagt, wir sind zu Würdig, unfähig. ja, korrekt, ihr seid einfach wirklich unfähig. Also, wer das nicht hinkriegt, ich weiß auch nicht. Ja. Komm, ich nehme wenigstens mal was ansatzweise blau ist hier. Auch wenn es nicht Werder-typisch ist. Ja, Grüße an alle, die zuschauen. Grüße euch. Mal sehen, wie würdig ich den Kollegen Krieger hier vertrete. Ich nehme mal an, dass er immer noch wesentlich stärker ist in dem Spiel als ich, weil ich es einfach nicht spiele. So, Garcia hat eine 58er Wertung. Raus. Eiskalt der Roll, raus mit dem Scheiß. Lassen wir doch mal den Groß spielen. Oh, da hinten, Bei Dortmund Puff, wird dann lasse ich den aus Yunus. Nusovic. Lasse ich außen spielen. An der Spitze. Bambizarro. Das hier hinten spielen. Bombe. Was haben wir denn noch so Schönes? Das, Hast das, noch das. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Sind wir auch fertig. Wunderbar, wunderbar. Ja, Ja, wollen wir sehen. genau. Schauen wir mal, was der Robert so hinkriegt. Im Endeffekt ist es jetzt auch das Spiel nach der Pokalwoche, die ja beide Vereine erfolgreich bestritten haben. Dortmund zu einem grandiosen 7:1 über FS Paderborner und die Bremer FS dank Paderborn? FS. Also F Stefan Effenbergs Ach so. ist ja der Trainer. Effenberg. Ja, Dieser ja. Partie ist klar. Schon ein FS. Unentschieden würde Ich Ihnen hab und FS den irgendwas Spielern verstanden. Nach zwei bereits Buchstaben. Sie den Titel gesichert. Oh, ganz schön neblig heute hier. Ist schlecht Wetterfront, ne? Ja, Da und in ahnen der Sie oben im die Norden. Startaufstellung von Werder Und Bremen. Offensiv Bremen, wie ausgerichtet sind gesagt, sie durch ein heute Ucha-Tor mit gegen dem seinen 4 von Ex-Verein 1. Und auch so tritt der weitergekommen. BVB heute Mal also gucken, an. ob der Ja, wohin Lauf passt du? Ah, jetzt fängt hier das schon und wieder an. heute ein klassisches 4 Der zu Lauf 1. weitergeht in der Das könnte jetzt ein für wen Konter von werden. beiden? Hier ist der schnelle Ach so, Aubameyang. das ist dem Geht egal. er rein? Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Der Wiedwald hält. Wiedwald Das war einfach. durchaus Ja. ein Und er guter hat Rückhalt Anspiel. in Bremen. Es sah so aus, als kämen sie Übrigens, durch, aber Handspiel ist das jetzt ist Problem, der gibt es ja Ball hier nicht weg. online. Das Das könnte gefährlich werden. Sehr gut Schmelzer! reingespielt. Was für ein Block Es vom gibt Gebre Freikick. Selassie. Marco Reus bringt sie rein. Den Jo, haben sie wir aber nicht gut fahren. hingekriegt, also modelmäßig. Mkhitaryan, da ist er da. Den Ball Ah, hat gibt er. bessere. Und das Ah, war der sah alles wirklich nicht andere sehr als Gebre einfach nur ein Selassie-mäßig guter aus. Kopfball. Aber er spielt sich sehr Gebre Selassie-mäßig. Also das kriege ich immer zu spüren, wenn ich gegen Bremen spiele. Ah, Okay. Nusovic. Ja, genau. Oh! Ja, besser hätte man den Ball nicht reinspielen können. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Ey, die wollen den einfach Weigel. nicht. Nee, die wollen nicht. Annehmen. Nehmen den Ball nicht. Einfach nicht an. Lauf, schwarzer Mann, lauf! Oh, das ist ein bisschen zu Gebre offensichtlich, ne? Selassie. Ja, da sollte ich vielleicht mehr das Dortmunder Pizarro. Kombinationsspiel versuchen, als das schnöde ich pace mich mal da durch. Wagfrede. Komm, steh auf da, Julian, altes Haus. Mann, ey. Sagt der Reus. Der Reus ist bei mir im Moment Wo auf ist der der rechten Torwart? Seite, warum auch immer. Jetzt ist er Ah! außen und macht er das Tor. Wollte noch überlegt rüberlegen. Manche nennen das Wetten. Der Ball wieder bei Dortmund. Ey, ohne Witz, das kann doch nicht wahr sein. Nun Kagawa. Kann doch wohl nicht wahr sein. Macht dir einen Spaß draus, genau. Santiago Garcia. Ich versuch's, aber im Moment habe ich ja auch noch nicht wesentlich was hinbekommen. Jetzt gibt's einen Ach, Einwurf. ey. Ich hab's noch immer nicht getan. Also, das ist jetzt nach der letzten Aufnahme. Yunusovic. Habe ich, ob du es glaubst oder nicht, immer noch kein FIFA gespielt. Aber ich Yunusovic. glaub's dir, ich glaub's dir. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Der Und Robert, der alte wichtig, dass Dreihard, er hier ja, ein genau, Spiel, was er noch nicht gespielt nur hat. noch. Gündoğan. Ich weiß, ich komme nicht. Ich Pizarro. weiß noch nicht ganz, was ich, wie ich spielen soll. Ja, genau, stehen im Abseits.
Schmelzer. Also im Moment musst du von links nach rechts spielen. Boah, Cresinho, ey. Ja, blöde Kommentare, FTW. Ja. Aber jetzt würde ich gerne ein Tor machen. Ja! Das ist doch lächerlich. Was ist das für eine Ballannahme im 16er? Wenn ich wüsste, dass der den Ball so annimmt, dann schlage ich. Ein absoluter Edeltechniker. Die Borussia also endlich, Robert tobt auch auf meinem Kanal. Ja, das kann endlich toben. Das ist einfach nur dämliches Spiel. Wirklich. Wagfrede. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Ein Cresinho, der sich über einen nichtskönnenden Robert freut. Also es ist mit einer wesentlich stärkeren Mannschaft mal wieder. Und du nicht arm, ne? Naja, nee, konnte ich nicht ahnen. Wenn ich ahnen, arm. Achso. So, ja, ansonsten im Moment, die beiden letzten Bundesligaspiele haben beide auch wieder gewonnen, also Bremen. Anthony! Genau, der hat richtig getroffen, der hat gegen Mainz richtig ja, für Radau gesorgt. Drei Tore hat er gemacht, glaube ich, oder zwei, ich weiß gerade gar nicht. Und Dortmund, ja, hat gegen Augsburg auch mal ein ansehnliches 5:1 gemacht. Ey. Den Ball kann er abfangen. Pizarro. So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier rausmachen können. Mal gucken, wie wir mit BVB hier einfach wieder durchpacen. Nein, das war jetzt hier überlegt. Shinji. Bravo, sehr gut überlegt. Ja, sein sehr auch. Durchdachtes Tor. Ja, ich wollte ihn doch hier schon reinmachen. Überlegten Pass, geil. Richtig, aber dann die 360 No-Scope vom Aubameyang. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. 25. und 33. Also hüte dich vor der 44. Santiago Garcia. Was ist das für eine. Ey, ohne Scheiß, wie soll ich denn da noch anders passen? Der nimmt den an, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist Frust. Das ist echt hier einmal nur ein Frustrationsspiel. Ja. Mache ich irgendwas falsch bei der Ballannahme oder was? Den kann ich auch nicht trennen. Deine Spieler können mich vom Ball trennen. Ganz starke Aktion vom Tor. Also die Sache ist, sobald der Ball relativ schnell ist, dann kriegen die alle Probleme mit der Ballannahme. Das ist. Okay, dann Ball vom Ball trennen. Warum schaffst du es mit deinen Spielern, mich immer vom Ball zu trennen? Und ich habe noch nicht mal eine Chance, an die ranzukommen. Und ja, ich sprinte. Das ist eine berechtigte Frage. Wo ich jetzt noch keine Antwort parat habe. Es liegt vielleicht einfach an der Übung. Also. Guck, so einen Ball würde ich niemals abfangen bei dir. Kann er den Ball behaupten? Gefährliche Flanke. Aubameyang. Das war die Chance. Warum kommst du auch an den Kopfball? Du warst ja dran, deswegen gibt's ja Ecke. Warum köpft er denn zu aus? Ohne Witz. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Also von Spiel zu Spiel wird mir FIFA unsympathischer. Den Ball hat er sicher. Ja, Spieler vielleicht liegt so ein Ficker. Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Junusovic. Uca. Das ist kein Problem. Ja, ich gebe es zu, es sah aber sehr nach Rückspiel aus. Ja, nicht nur das, also das da vorher. Genau! Scheinbar alles im Griff, 2:0 zur Pause. Mal sehen, was sich im. Wenn ich ihm jetzt noch sage, dass er 88% angekommene Pässe hat, dann und 58% Ballbesitz, dann fürchte ich, dann
brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich. Guter Seitenwechsel. Das, was ich irgendwie machen kann, ich tue ja mein Bestes, aber das Spiel will mir nicht gefallen, einfach. Das Spiel hat was gegen dich. Das ist einfach nur scheiße, es hat nichts gegen dich. Da, die Grätsche kommt nicht an, ist ja Reus. Hier, fick. Da muss der Abwehrspieler klären und. Ganz stark geklärt, kannst richtig verschaffig sein. Westergaard. Janik. Ganz starkes Spiel bislang von ihm. Die Führung. Weil einmal ist er dran, weißt du? Toren zu verdanken. Wirklich. Ja, lass den einfach durch den Ball. Gutes Zuspiel. Ginter. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Wenn Ginter noch ein Tor gegen mich macht, ey. Ja! Schussversuch. Da springt der Ball kurz vorher nochmal. Nimm die Gräten weg vom Ball, wenn er nicht für dich bestimmt ist. Kein Vorwurf an den Spieler, das war schwierig. Ich muss auf alle Fälle mit dem Krieger die nächsten Aufnahmen machen, noch sonst. Fritz. Gewinnt Dortmund nur noch. Richtig. Was ist da denn schon wieder ein Ausfallschritt? Warum überholt er mich? Ich hatte den Ball noch nicht mal. Wer ist das da? Schmelzer. Scheiße, der ist ja wirklich schnell. Fritz. Weil der Bartels jetzt auch nicht so langsam ist. Eigentlich. Ja, genau. Bartels ist natürlich. Gut gesehen, das war abseits. Ich hatte den Ball doch noch nicht mal! Wie kann das Abseits sein? Ja, aber die Intention, die war ja die schon. Die Intention ist hier scheißegal! Weigel. Und jetzt gibt's Einwurf. So, der Theodor, der weiß, wie es geht. Der Theodor. Ne? Wollen wir gar nicht erst drüber reden über den Theodor. Fritz. Und der steht da einfach. Du kannst mit dem linken Stick machen, was du willst. Die stehen da wie so Bremer einfach nur. Ach, schade. Ein bisschen zu spät, glaube ich. Weißt du, als ob er nicht gut genug wäre, dann stellt er mich auch noch zu. Diese räudige Sau, ey. Galvez. Du würdest das doch auch machen. Der Ball wieder bei Dortmund. Ja, aber nur weil ich überhaupt nichts kann. Gut und jetzt wird's gefährlich. Es ist ein Krampf, weißt du, du kriegst gerade mal den ersten Pass, du hast einen Freistoß, du hast einen Vorteil. Normalerweise. Stimmt. Ja, guck's dir an. Der stolpert schon wieder, du musst so echt alles drücken, dass der nicht umfällt und der Kollege alleine aufs Tor zuläuft, ey. Echt phänomenal, dieses Spiel. Ja, jetzt zu viel. Per Kopfball. Eieiei. Da sieht man's, die Bremer. Das wollte ich jetzt so auch nicht. Da sieht man eher die Dortmunder Überheblichkeit. Wieder ein Pass, Mann. Ich weiß nicht, ob die Teamchemie hier überhaupt nicht stimmt. Also ich glaube schon, dass sie sich alle verstehen bei den Bremern. Ich bin mir sicher, dass der Westergaard sich sehr gut mit Uja versteht, auf ihrer Landessprache. Jetzt wird's Ecke geben. Es gibt Abstoß. Du hast keine Statistiken hier, die du noch vorlesen kannst. Also normalerweise ist Bremen in der letzten Saison ja sehr gefährlich bei Standards gewesen. Und wen interessiert das? Keinen, weil wir momentan kein Tore schießen. Und das ich kann auch keine Standards richten. So, was war jetzt schon wieder, Herr Kollege? Ja, ich habe einen Foul begangen oder so. So, warum gibt es da keine Karte oder einen Platzverweis? Mach mal. Der Karte. Ja, ein bisschen Spiel, Garten fordern, ne? Fritz. Vorhin ich wurde mein Abseits mit der Intention direkt abgepfiffen. Hier kommt man gerade die Grätsche vom Aubameyang, ne? Die Intention war klar. Hallo. Er kommt nicht durch. Die Intention war klar. Ich habe versucht, eine Karte rauszuholen. Junge, hier. Aber ja, nein, keine Karte. Abseits.
ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Aber ich muss irgendwas machen hier. Das ist echt ein Frust hier. Wagfrede. Wagfrede, mach mal was. Galvez. Fritz. Gebre Selassie. Ey, ohne Witz, ich krieg hier echt ein... Was ist das? Guter Ball hier im Mittelfeld erobert. Ball annehmen, das dauert... Der braucht 3 Kontakte, um den Ball anzunehmen. Junge, du bist ein Bundesligaspieler. Wenn du in der Kreisliga 3 Kontakte brauchst, den Ball anzunehmen, okay. Bartels. Aber wenn du deine Millionen mit der Scheiße verdienst... Nein, doch! Den Ball fest, das war wichtig. Hat nicht gezimmert. Abseits. Abseits, verdammt. Der Linienrichter erhebt die Fahne und das auch zurecht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Gebre Selassie. Alter, warum? Weigel. Warum läuft der Typ da weg? Ich hab diese die Physik bzw. die typischen Laufwege von den Kollegen überhaupt noch nicht verstanden. So viele. Ja, genau. Ohne Witz, das ist ja. Tau ich aus dem Leben, das sag ich dir. Das wird Abstoß geben. Hat auch nicht funktioniert, aber er hat Abschluss bekommen. Der Supporter-Fans ist wirklich großartig, aber mit der Leistung ihres Teams können sie auch wirklich zufrieden sein, oder? Also ich meine, die Frage ist ja jetzt eigentlich, die Zuschauer haben keinen Grund, auch nur irgendwie bin ich so gut? Antwort nein. Ist der Robert so schlecht? Ja. Fritz. Ja, nee, auch nein. Auch noch. Das Spiel ist einfach nur scheiße. Aber wenn es nur am Spiel liegen würde, dann hätte ich ja dieselben Probleme. Nee, das Spiel in Kombination mit mir, meine ich. Nein, oh, das war schlecht. Er kommt an den Ball. Guck dir diese Ballannahme, das ist unmenschlich, das ist doch einfach nur bescheuert. Kann ich auch, weiß nicht, Regionalliga Nord spielen, ey. Wer ist denn da so in der Regionalliga Nord? Keine Ahnung, Bunke Höhlen oder was weiß ich. Ey. Ein schönes drittes wäre ja noch. Der gleich drittes, du kriegst gleich die dritten für den Aubameyang, Alter. Wenn es so weitergeht. Mehr hat diese Folge wird das nichts mehr. Also FIFA ist einfach nur ein Fußspiel. Das ist echt ein Krampf. Wenn wir uns hier noch kurz eben die Revanche, nein, danke. Die Zahlen angucken, die nackten Zahlen, ja. Die verraten. Was soll man sagen? Also deine Passgenauigkeit ist. Meine Stats sind alle besser, außer die ersten beiden. Ja. Aber so machst du nix. Ne? Also ich meine, wir werden aber gucken. 2-0 ist okay. Also ich spiele das Ding jetzt hier wie, was so in einem im Wochenrhythmus einmal. In Ordnung, solange ich die Hucke nicht vollkommen voll kriege. Ja, im Moment, die Tendenz ist einfach schlecht. Ne? Letzte war 0-1, jetzt 0-2. Auch schon richtig, ja, die Tendenz. Letzte Woche habe ich aber auch mit Hoffenheim gespielt, Kollege. Augsburg. Ja, noch besser. Na gut, schauen wir einfach mal und gucken, ob vielleicht Krieger und ich es dann doch nochmal hinkriegen. Wäre ja glatt. Ich hoffe, ich mein, es schwer. Ich muss echt sagen, ich habe wirklich keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ja, von daher... Aber lasst euch nicht unterkriegen, es weiterzuspielen, unter euch. Nee, also das garantiert nicht. Oder hast du damit auch die Zuschauer gemeint? Wenn sie sich angesprochen fühlten, ja, lasst euch nicht unterkriegen. Gut, in diesem Sinne kann man das wohl so stehen lassen. Ich bin raus. Danke dem Robert natürlich trotzdem, dass er sich noch einmal hier zur Verfügung gestellt hat. Was heißt denn hier trotzdem? Ja, also das ist... Ey, mein Krieger hat locker ein 3-0 kassiert. Das ist, ja, das... durchaus möglich. Das ist durchaus möglich, da. Ja. Nochmal ein schöner Wink an den Commander hier. Ne? Und ja, ich bin raus. Sagt auch. Tschüss und der Robert, der sagt auch tschüss.